Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns diesen poetischen Gedenkabend zu verbringen. Ja, es ist schön auch, dass ihr geklatscht habt, denn das darf auch passieren, denn viel passiert auch heute auf der Bühne. Es sind intensive Auseinandersetzungen mit Biografien zu erleben und zu hören und nachzuspüren heute. In der zweiten Runde werden wir uns dann so ein bisschen dem offenen Thema Zivilcourage und Politik in diesen Zeiten widmen. Macht aber erstmal bitte einen ganz großen Applaus für meinen Mitmoderator Johannes. Es ist so Wahnsinn. Lange nicht gesehen. Wir haben uns wirklich lange nicht gesehen, das stimmt. Jörg Smoot-Lacher, meine Damen und Herren, hier ist Ether für Sie. Bitte schön. Das ist richtig. Dankeschön. Ja, lange nicht gesehen, aber doch noch wieder kein Tanning-Schatten. Wir möchten natürlich gleich auch noch ein paar Worte zum Thema des Abends verlieren. Es ist ja vor 80 Jahren nach Riga und wird eine Gedenklesung sein. Wir freuen uns aber erstmal, dass unser Oberbürgermeister heute auch zu Gast ist und bitten jetzt, bevor wir dann mit dem eigentlichen Abend starten, Belit Onay nach vorne. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an die Moderation und vielen Dank für die Organisation des heutigen Abends. Vor 80 Jahren nach Riga, am 15. Dezember, ein Tag, den wir jedes Jahr, so auch heute, am Mahnmal, am Denkmal an der Oper begehen. Vor 80 Jahren, das haben wir uns heute noch mal bewusst werden lassen, sind 1001 Menschen aus der Stadtgesellschaft entrissen worden, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Sie sind nach Riga deportiert worden und es war die erste größere Deportation von insgesamt 8. Und nur 69 Menschen sind von den Todesmärschen, von den Konzentrationslagern, aus dem Ghetto wieder zurückgekehrt nach Hannover. Und wir hatten heute, da sprach ich gerade auch schon drüber, mit einem, wie ich finde, sehr starken Symbol auch nochmal deutlich gemacht, worum es eigentlich bei dieser Gedenkveranstaltung oder diesen Gedenkveranstaltungen geht, nämlich um die einzelnen Biografien, um die einzelnen Personen. Und es war ein sehr starkes Symbol. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen, von euch heute auch an der Gedenkfeier am Mahnmal zugegen waren. Es war von den Schülerinnen und Schülern, Steine waren vorbereitet mit den Namen der einzelnen deportierten Personen. Wie ich finde, ein sehr starkes Symbol, das auch insgesamt dieses Mahnmal sehr gut eingefasst hat. Und ich habe auch miterleben können, wie viele Menschen auch durch die Namen vermutlich auch bewegt worden waren. Und das versuchen wir auch immer wieder zu deutlich zu machen, dass das keine ritualisierten Verfahren sind, die wir jedes Jahr einfach wiederholen, sondern wir möchten an die Opfer erinnern, wir möchten an die Schicksale erinnern. Und gerade das Thema Zivilcourage, auch die Übersetzung eigentlich in das, was bedeutet das heute für uns. Und ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich einladen, das Zivilzeitzentrum Zivilcourage, das neu eröffnet worden ist, dass genau diesen Weg geht, auch einzelne Schicksale noch einmal deutlich zu machen. Nicht nur Personen als Zahlen oder als Opfernummern, sondern als einzelne Biografien in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in den Häusern, in denen wir heute leben, in den Straßen, in denen wir heute leben, in den Schulen, auf die wir heute gehen. Dort erleben wir auf sehr, sehr eindringliche Weise, was es heißt, wenn Rassismus vom Staat aufgesogen wird, zur staatlichen Agenda wird und Menschen zu Feinden erklärt und versucht, sie zu entmenschlichen. Deshalb sind wir sehr, wie ich finde, sehr, können wir sehr stolz sein auf diese Art unserer Arbeit, wie wir versuchen, auch junge Menschen insbesondere zu erreichen, wie wir es versuchen, eben die Erkenntnisse, die historischen Erkenntnisse von vor 80 Jahren auch in das Hier und Jetzt zu übersetzen und auch für uns heute nutzbar zu machen. Deshalb glaube ich auch, dass dieser heutige Abend ein sehr besonderer ist, eine sehr besondere Herangehensweise auch entlang der Biografien zu diesen Ereignissen von vor 80 Jahren und vielleicht uns auch heute nochmal deutlich machen können, was wir lehren wir für die politischen, gesellschaftlichen Diskurse in den heutigen Zeiten und in den heutigen Tagen ziehen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns einen hoffentlich sehr informativen Abend. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Onay. So können wir schon tatsächlich ganz langsam mit dem Programm starten. Ihr Lieben, wir würden ganz gerne ganz kurz was zum Rahmen sagen. Wir sind ja so ein bisschen, das ist eine poetische Lesung
Und die ist ja in Kooperation mit Machtworte und dem Zeitzentrum Zivilcourage entstanden. Machtworte ist ja normalerweise ein Slam-Verbund, der tatsächlich viel, viel, viel Radau und Literaturlautstärke und auch nachdenkliche Lautstärke auf der Bühne präsentiert und auch bewerten lässt. Und dann lesen sich Dichter und Dichter in ein Finale. Das wird heute ganz anders lesen. Wir sind zuvor das sehr, sehr, sehr stolz, dass wir das heute hier auch mal zeigen können, dass wir auch ganz anders literarisch uns ausdrucken können, fernab der Bewertungsbühne. Das ist toll. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir heute hier stehen. Deswegen erstmal einen ganz großen Dank fürs Zeitzentrum. Dankeschön dafür. Das ist mal euer Applaus, bitteschön. Ja, wir finden die Kooperation sehr, sehr toll und haben ja auch schon mehrere Dinge gemeinsam tun dürfen und hoffen, dass wir das noch fortsetzen. Heute gibt es eine poetische Gedenklesung. Belit Ohner hat eben auch schon gesagt, wie wichtig ist, dass auch Namen und Gesichter erklärt werden und dass es nicht nur Zahlen sind, wenn man von den Opfern spricht. Und so werden wir heute zum Beispiel hören von Gerd Landsberg, Norbert Kronenberg, von Hildegard und Margarete Krohn und noch vielen, vielen anderen. Denn die fünf Dichterinnen und Dichter, die wir eingeladen haben, die gleich die Bühne betreten, haben sich alle einzelne Biografien und Motive der Biografien herausgesucht und diese dann für den heutigen Abend literarisch aufbereitet. Genau, so viele Worte wollen wir gar nicht machen, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Texte für sich sprechen. Wir haben im Vorfeld erfahren dürfen, dass es eine sehr intensive Textauseinandersetzungsarbeit war. Ich glaube, da ist sehr viel, viel Schönes bei rausgekommen und sehr viel Intensives bei rausgekommen. Wir stellen ganz kurz nur die Dichterin vor und dann würde ich sagen, gehen wir in den ersten Vortragsteil der poetischen Lesung, wo wir uns dann thematisch um die Biografien kümmern werden. Im zweiten Teil, wir hatten es vorhin schon ganz kurz nach der Pause, oder wir hatten es eben schon angedeutet, nach der Pause werden wir einen etwas freieren Block geben, bleiben aber so ein bisschen bei dem Zivilcourage-Thema dran. Wir gucken so ein bisschen, was ist die Politik heute, was für Texte haben wir da, was ist das Engagement, was wir eigentlich brauchen. Da sind wir dann so ein bisschen von den Biografie-Themen weg. Wir begrüßen aber erstmal auf der Bühne, Jörg, wollen wir es abwechselnd machen, machen wir, ne? Das ist doch schön. Ganz großen Applaus, er wird den Abend auch gleich beginnen, Kersten Flenter aus Hannover-Linden. Bitteschön. Wir haben heute auch eingeladen Annika Blanke aus Oldenburg. Jawohl. Gefolgt von Ninia Lagrande aus Hannover-Linden, auch wiederum, bitteschön. Ebenfalls dabei ist Tabea Farnbacher aus Bochum. Und last but not least, mittlerweile aus Hannover, eigentlich aus Wien bei Hannover, machen Sie einen großen Applaus für Henrik Santo. Bitteschön. Ja, Sie alle werden gleich für euch lesen und an Menschen erinnern, die vor 80 Jahren nach Riga deportiert wurden. Es wurde eben schon erwähnt, der heutige Tag ist ja so ein bisschen voller Veranstaltungen. Zeitgleich zum Beispiel gibt es noch 80 Jahre, 80 Gesichter, ist heute das Rathaus illuminiert. Wir wollen heute poetisch dran erinnern und starten jetzt einfach und sagen gar nicht mehr so viel mehr. Bühne frei für Kersten Flenter. Bitteschön. Ja, ist angesagt. Schönen guten Abend. Erinnern an Norbert Kronenberg. Es war der fünfte Transport aus der Provinz Hannover seit Herbst 1941. Der erste Zug ab dem Bahnhof Fischerhof in Linden. Du warst einer von 1001 Menschen. Auf der Transportliste der Gestapo vom 18.12.1941 erscheinst du als Nummer 498. Kronenberg Norbert Israel, geboren am 4.8.1908 in Hannover. Beruf Mechaniker, ledig, 33 Jahre alt. Kennzeichennummer römisch 1-498. Das Ziel: das Ghetto Riga, das in den Wochen zuvor für euch freigemacht wurde. Freigemacht, in dem 27.500 Juden hingerichtet wurden, damit es Platz für Juden aus Deutschland gab. Niemand hatte das Recht, dich von ihr fortzubringen. Es war dein Hannover, nicht ihres. Wie widersinnig gerade dich auszugrenzen. Du kanntest dich aus in deiner Stadt. Du hast dich angeboten, Touristen ihre Schönheiten zu zeigen. Du hast dich für die Straßenbahn interessiert. Du warst überhaupt ein großer Technikfan, besonders des Radios. Du saßest in der Asternstraße und empfingst die ersten Versuchssendungen für das hannoversche Radio über deinen Detektorempfänger mit Zimmerantenne.
Die NORAK sendete mit ihrem hannoverschen Nebensender aus einem Dachgeschoss der Hanomag in der Bornumer Straße, Linden Süd. Vielleicht hörtest du ja von dort Anfang 1925 die Echtzeitübertragung von der Walpurgisnacht am Brocken im Harz, die erste europäische Rundfunk-Originalübertragung. Europa in Linden Süd. Fast 17 Jahre später haben sie dich von eben dort abtransportiert. Mit dem Blick in die Vergangenheit wächst die Empörung über die Gegenwart. Ich weiß nicht, wie du aussahst. Ich habe kein Bild von dir. Was du zurückließest, ist ein Koffer. Statt Fotos von dir finden wir deine Initialen. NK, Norbert Kronenberg, Mann ohne Abbild. Aus der Asternstraße ziehst du mit deiner Mutter in die Deisterstraße 23 nach Linden zu deinem Stiefvater Louis Meyer. 1934 lernst du in Herford Elsa Rosenbaum lieben. 3 Jahre später verlobt ihr euch. Sie zieht nach Hannover. Früh beschäftigt ihr euch mit der Möglichkeit auszuwandern. Im März 1939 erhält sie die Auswanderungsgenehmigung für Australien. Rund 3 Monate später begleitest du sie nach Bremen. Von dort aus reist sie mit dem Dampfer Aller nach Melbourne, wo sie am 23. Juli eintrifft. Ohne dich. Du, Norbert, wolltest nachkommen. Was hat dich abgehalten, mit Elsa diesen Dampfer zu besteigen am 4. Juni 1939? Warum seid ihr nicht zusammengegangen? War es die Liebe zur Mutter, die Liebe zur Heimat, die Liebe zur Sprache? Dein eigener Ausreiseantrag wird später abgelehnt. Ihr solltet euch nie wiedersehen. Elsa wird darüber krank in Australien. Jahre später geht sie in die USA, heiratet 2-mal, gibt dort, als sie ankommt, den Namen Kronenberg an. Du findest eine Anstellung bei Radio Menzel auf der Limmerstraße in Linden. Als dein Chef Heinrich Menzel zur Marine eingezogen wird, führst du die Geschäfte. Im September 1941 werden deine Mutter, Louis Meyer und du zwangseingewiesen in die Lützowstraße 3. Das 1875 von Edwin Oppler entworfene Haus, bislang Zentrum der jüdischen Gemeinde, wird zu diesem Zeitpunkt eines der 15 Judenhäuser in Hannover. 125 Menschen werden in 11 Zimmern kaserniert. Fast alle werden im Dezember 41 deportiert. Anfang 1942 ist das Haus leer. Du kannst deine Bücher in die Lützowstraße nicht mitnehmen. Und deshalb versammelst du das Allerwichtigste in einem Koffer. Bücher, eigene Notizen über Hannovers Stadtgeschichte, die Straßenbahnen, über das Judentum in Deutschland, die Chronik deiner Familie. Notizen versehen mit deinem Kürzel NK. Notizen über Australien, Notizen über mögliche andere Exilländer. Du hast erforscht, wie es jüdischen Auswanderern in den verschiedenen Ländern erging, welche Sprachen gesprochen wurden. Was würde aus deiner Sprache werden? Ein Zeitungsausschnitt findet sich in deinen Unterlagen, darin unterstrichen die Worte des Schriftstellers Jakob Wassermann. Ich atme in der Sprache. Sie ist mir weit mehr als das Mittel, mich zu verständigen. Sie ist mir vertraut, als sei ich von Ewigkeit her mit diesem Element verschwistert gewesen. Seine Geschwister verlässt man nicht einfach so. Du hast deine Heimat geliebt. Gehen, ja, aber wohin? Du hast dich in die Möglichkeiten vertieft, dich gefragt, wie du dich wo verständigen können würdest. Und dann bist du vertrieben und vernichtet worden von Verbrechern, die deine Heimat unter ihre Barbarei jochten. Auch dies erinnert mich an heute. Die Nazis sitzen wieder im Parlament und ihre Sturmabteilungen ziehen wieder mit Trommeln und Fackeln durch die Straßen. Und sie reden von Heimat, aber sie meinen ihre widerwärtigen Versuche, den kleinsten gemeinsamen Nenner ihrer armseligen Existenz in einem niemals vorhandenen, vage geahnten Wir zu finden. Und dieses Wir ist das Böse. Wäre es das Gute, bräuchte es kein Gegenüber, über das es sich zu erheben versucht. Denn das Gute genügt sich selbst, es muss nichts ausmerzen, nichts deportieren. Der Zug, in dem man euch zusammenfärchte, heute vor 80 Jahren, war der erste von 8 Zügen vom Bahnhof Fischerhof. Du warst einer von den 1001 Menschen in diesem ersten Zug. 7 weitere sollten folgen. Szenen der Barbarei, verantwortet vom Oberregierungsrat und Gestapo-Chef Rudolf Batz und seinem Schergen Kriminalkommissar Ernst Avemark, den sie wegen seiner schlechten Organisation der Deportation nach Frankreich versetzten. Eine Tür ging nicht zu, weil ihr dicht aneinander gepresst bis an die Türen standet und die Gestapo trat mit ihren schweren Stiefeln den an der Tür stehenden in die Beine und warf die Tür zu. Zurück bleibt dein Koffer. Den gabst du deinen Arbeitgebern, der Familie Menzel, mit der Bitte, ihn und die Dinge darin für dich aufzubewahren, bis du zurückkehren würdest. Eines Tages, das war NK,
deine Hoffnung. Sie sind noch hier, deine Bücher, deine Aufzeichnungen, deine Gedanken. Aber wir wissen nicht, was deine letzten Worte waren, die du sagtest, die du dachtest. Und auch wir sind immer wieder sprachlos, Norbert, angesichts des unfassbaren Grauens, des Grauens, dem unsere Großeltern zuschauten und das sie selber waren, des Grauens, das wir immer noch sind. Wir atmen, Norbert, noch immer in der Sprache. Wir dürfen sie nicht noch einmal den Barbaren überlassen. Wir atmen in der Scham, wir atmen in unserer Wut, denn der Blick in die Vergangenheit macht wütend auf die Gegenwart. Heute vor 80 Jahren, am 15. Dezember 1941, verließ der Zug mit dir und 1000 anderen den Fischerhof. 3 Tage später erreichte er sein Ziel. Es war bitterkalt, hartgefrorener Schnee auf der Straße in Riga, wo sich deine Spur verliert. Norbert Kronenberg, Mann ohne Abbild, im Spiegel unserer Schande, im Spiegel unserer Scham, im Spiegel unserer Wut auf das, was war, auf das, was ist, auf das, was kommen kann, wenn wir deiner nicht gedenken. Aber es reicht nicht aus, zu gedenken, Norbert. Für heute ist es gut, innezuhalten, kurz die Augen zu schließen. Aber morgen müssen wir sie wieder öffnen, wach sein, aufrecht gehen, aufschreien und stehen, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen. Nein, nicht müssen, wollen können wir. Den Mut haben, deinen Koffer und die Schätze darin zu bewahren. Deine Gedanken, weil sie unsere Gedanken sind. Deine Worte, weil sie unsere Worte sind. Dein unbekanntes Gesicht, weil es unser Gesicht ist. Deine Würde, weil sie unsere Würde ist. Vielen Dank. Kersten Flinter, meine Damen und Herren, und ich glaube, wir werden gar nicht so viel zwischen den Texten sagen. Ne? Normalerweise ist es beim Slam ja so ein bisschen, sind die Moderatoren auch Teil der ganzen Veranstaltung. Ich glaube, wir lassen es einfach sprechen. Was war ein fulminanter Einstieg? Wir machen weiter, würde ich sagen. Ja, als nächstes bitten wir auf die Bühne Annika Blanke. Abend. Mein Text trägt den Titel Vielleicht oder Mutmaßungen über eine damalige Zukunft. Escherstraße 23. Einem Grundschulkind würde ich diese Adresse vielleicht so diktieren. E wie Emil, Sch wie Schnecke, nochmal E wie Emil, R wie Rabe, gleich danach, also ohne Lücke, dann Straße, also S wie Siegfried, T wie Theodor, R wie Rabe, A wie Ampel, dann das Buckel-S oder Rucksack-S und ich würde sagen, ja, du kannst es auch als SS schreiben, neue deutsche Rechtschreibung, glaube ich. Und das Kind würde schreiben oder vielleicht auch tippen, ungelenk auf der Tastatur mit kreisenden Bewegungen den immer nächsten Buchstaben suchen, dann die Enter-Taste drücken und erfahren, was unter dieser Adresse in Hannover heute zu finden ist. Ein Kinderschutzzentrum. Und es würde vielleicht fragen, was das ist, ein Kinderschutzzentrum. Kennt es doch das Wort Kinder, aber vielleicht nicht das Wort Schutz, den man oft nur spürt, wenn er fehlt. Heute vor 80 Jahren hätte ein anderes Kind gewusst, dass sein eigener Nachname aus 3 Silben besteht. Die Klatschprobe angewendet, wenngleich wahrscheinlich nicht in der Schule gelernt, höchstens ganz kurz, bald kein regulärer Schulbesuch mehr möglich. Die Klatschprobe sagt Rappaport. Beim Vornamen dann nur 2-mal klatschen, Siegfried. Genau wie bei dem seiner Mutter, Marie. Dass man den mit IE schreibt, weiß Siegfried damals vielleicht noch nicht oder, wie eine Lehrerin es in ihrem Berichtszeugnis ausdrücken würde, noch nicht immer sicher. Und sicher hätte man Siegfried das sagen können, was man allen Schülern sagt. Übung macht den Meister. Das wird schon mit der Rechtschreibung. Die Zukunft wird schon zeigen. Und ja, vielleicht hätte man wie selbstverständlich über eine Zukunft gesprochen. Und das nicht nur als Zeitform im Deutschunterricht, sondern als Strategie, als Beruhigung, als Hoffnung vielleicht. Und eine Deutschlehrerin hätte heute trotzdem vielleicht den Rotstift aus der Federmappe geholt. Mit mildem Gesichtsausdruck, weil ist ja erst 9 der Siegfried, sein einsilbiger Bruder Paul noch 3 Jahre jünger, 2 Sommerkinder, auf Fotos mit neckischem Blick.
Und sie hätte die Texte korrigiert, die Lehrerin, hätte einzelne Wörter unterstrichen, bei gerade fehlt noch das erste E und Bauchweh schreibt man mit H, auch wenn man den letzten Buchstaben gar nicht hört. Und hier, Papier, schreibt man mit IE. Und die Lehrerin hätte vielleicht weitere Beispiele an den Rand des Heftes geschrieben. Liebe, Briefe, vielleicht auch Schnier, den Mädchennamen von Siegfrieds Mutter. Hätte zum Heft laut während des Korrigierens gesagt, das lernst du schon noch. Und gedacht, du bist doch neugierig, willst es wissen. Und ja, vielleicht hätte Siegfried zum Beispiel wissen wollen, wo England liegt. Einen Globus befragt, um zu sehen, wo seine ältere Schwester Resi mit dem Kindertransport hingebracht wurde, wo auch er und seine Geschwister hätten hingebracht werden sollen, bevor die Zukunft dazwischen kam. Und er hätte, wo der Globus schon mal da ist, nachgeguckt, wo Polen liegt. Das Land, dessen Staatsangehörigkeit die Familie hatte und in das sie 1938 abgeschoben wurde, aber dann nach Hannover zurückkehrte, bevor der Vater, Moses Moritz, ein Jahr später wieder dorthin deportiert wurde, bevor sich seine Spur verliert. Und Siegfried hätte vielleicht vor seinem Globus gesessen, an das Schulfach Mathematik gedacht, vielleicht noch ganz müde von den Minusaufgaben, bedeuteten sie doch immer Verlust. Merke, Deportation ist ein Nomen und Nomen werden großgeschrieben. Am 15. November 1941 werden Marie Rappaport und ihre Kinder Siegfried, Paula und Paul nach Riga deportiert. Vielleicht lernt Siegfried, dass es immer Regeln, aber auch Ausnahmen gibt. Es gibt zum Beispiel Menschenwürde und es gibt Ausnahmen. Und es gibt Wörter, deren I wird zwar lang gesprochen, aber trotzdem nicht mit IE geschrieben. Beispiel Riga. Und vielleicht lernt er, 4-3 bedeutet nicht 1, sondern vor allem allein. Siegfrieds Bruder Paul kommt 1944 von Riga aus im Alter von 9 Jahren allein nach Auschwitz. Siegfried wiederum kommt mit seiner Schwester Paula und seiner Mutter in das KZ Stutthof, wird aber schnell von beiden getrennt. Allein. Merke, allein und nur ein möglicher Empfänger gibt einem Brief erst seinen Sinn. Liebe Mutti, wie geht es dir, schreibt Siegfried, jetzt 11 Jahre alt, in einem geheimen Brief, den er im Lager zu ihr schmuggelt. Und er schreibt Bauchweh immer noch ohne H und wir und dir mit IE. Vielleicht, weil er beides wie selbstverständlich vom Wort Liebe ableitet. Und er bittet seine Mutter um Schreibpapier, damit er weiterschreiben kann. Die letzten Briefe geschrieben auf Streifen, die zur Versiegelung von Gebäuden genutzt worden waren, bevor diese mit Gas desinfiziert wurden. Das Ende des Briefes lautet, sei geküsst, grüße Paula, wir werden bald wieder Kartoffeln backen in Schneiderei 5. Und die Deutschlehrerin denkt, wir werden backen, Futur 1, Ausdruck einer Absicht oder einer Vermutung für die Zukunft. Zusatz, sie dauert nicht mal mehr ein Jahr. Vielen Dank. Annika Blanke, meine Damen und Herren. Ja, wir machen weiter mit Ninia La Grande. Ja. Applaus bitte. Hallo. Annika hat gerade schon von Resi und Siegfried erzählt und ich habe mich in meinem Text mit einigen Familien beschäftigt, die gezwungen waren, ihre Kinder in andere Länder zu schicken, um sie in vermeintliche Sicherheit zu bringen. Schlaf, Anne, schlaf nur ein, bald kommt die Nacht. Hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht, kommt von den Bergen, kommt von ganz weit. Schlaf, Anne, schlaf nur ein, es ist Schlafenszeit. Im Dunkeln sitze ich an deinem Bett, vorne an den Bücherregalen die immer glühende Lichterkette, die du so magst. Irgendwo auf dem Teppich kleine Legosteine wie Gefahrenstoffe.
Dein ruhiger Atem in dem bunten Kissen, meine Hand auf deinem Rücken. Kannst du es noch mal singen, fragst du? Mama, kannst du es noch mal singen? Sura Bazila, Urstraße 9. Peretz ist seit 3 Jahren weg und ich weiß, dass er nicht zurückkehren wird. Und ich weiß, dass sie auch mein Schicksal zu seinem werden lassen. Und ich weiß, dass die Mädchen nur diese eine Chance haben werden. England. Sie haben immerhin noch sich, Rosa und Lotti. Das Schlimmste ist der letzte Blick, sie nicht merken zu lassen, wie mir bewusst wird, dass das jetzt das letzte Bild von ihnen in meinem Kopf sein wird. Sie nicht wissen zu lassen, wie ich mir vorstelle, wie glücklich sie in England sein werden. Klick. Ich habe sie als Fotografie in meiner Fantasie. Die Leute fragen mich oft, wieso ich immerzu lächle. Es ist die Erinnerung und die Gewissheit, die Mädchen in Sicherheit zu wissen. Und ich weiß, ich werde fort sein. Uli Herzberg, Eichstraße 51. Mutter hat das Auto verkauft, nur um mich nach Amsterdam zu schicken. Bei den Leuten, die sowas wie meine neue Familie sein sollen, feiern wir heute meine Bar Mitzwa. Ich habe nicht verstanden, warum ich als Einziger gehen musste. Sie standen doch schon vor der Tür. Sie haben Vater doch schon einmal mitgenommen. Warum bleibt Mutter dort? Nun sitze ich hier und lese ihren Brief. Und wenn wir heute nicht zusammen sind, so hoffe ich doch, mein liebes Kind, dass wir sind später glücklich vereint und dass für uns alle die Sonne wieder scheint. Sie schreibt so lieb. In der Holzschublade neben meinem Bett liegt nur das Foto von ihr. In Amsterdam scheint oft die Sonne. Ich versuche, ein Leben zu leben. Die Vorstellung, das eigene Kind in einen Zug zu setzen, das eigene Kind, wenn es erst wenige Jahre misst, zu verabschieden und dem zu überlassen, was da kommen mag, nicht verhindern zu können, dass es sich ausgestoßen fühlt, weggeschickt, nicht versteht, warum diese Reise eine allein sein muss, nicht versteht, warum genau dieses Alleinsein Sicherheit bedeutet. Was für eine Sicherheit soll das sein, in der man ohne Familie ankommt? Schlaf, Anne, schlaf nur ein, bald kommt der Mond. Der draußen hinter den Birnbäumen wohnt. Einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn, lächelt der Mond und zieht leise dahin. Lea Strassmann, Bergmannstraße 10. Rita hat nur mich. Ich muss sie in einen der Züge setzen. Ich werde ja nachkommen. Sie ist schon 9, aber gleichzeitig noch so klein. Sie kennt keinen Vater, keine richtige Familie, sie kennt keine Ruhe. Sie geht ja nicht einmal mehr zur Schule, sie darf nicht mehr, nichts mehr. Was für eine Welt soll das sein, in die sie da hineinwächst? Sie sagen, die Kinder sind gut aufgehoben dort, wo sie hinfahren, und Rita ist schlau. Sie wird die Sprache schnell lernen. Sie wird mir dann alles zeigen und erklären, wenn ich erstmal bei ihr bin. Rita Strassmann, Bergmannstraße 10. Nur mein Mann kennt meine Geschichte, weiß, wo ich herkomme, wie Mutter mich in den Zug gesetzt hat mit dem wichtigsten Versprechen und wie sie dies gebrochen hat. Jahrelang glaubte ich bei jedem Brief, bei jedem Türklingeln, jetzt ist sie da. Erst als verheiratete Frau habe ich herausgefunden, was mit ihr passierte. Warum ist sie nicht früher gegangen? Warum? Den Kindern habe ich es nie erzählt. Was würde es ihnen bringen? Klänge es nicht wie eine Drohung? Schaut, was eure Großmutter mit mir gemacht hat. Niemals würde ich sie wegschicken, niemals. Ein Stück meines Herzens ist immer noch 9 Jahre alt und liegt Mutter in den Armen. Schlaf, Anne, schlaf nur ein, bald kommt der Traum. Schlupft in dein Ohr hinein, merkst ihn erst kaum. Fahr auf dem Traumschiff ans Ende der Nacht, bis dir der Morgen die Augen aufmacht. Risi Rappaport, Escherstraße 23. Mein Name ist Varda, so heiße ich jetzt. Risi gibt es nicht mehr. Kurz nachdem Papa verschwand, fuhr ich nach England und wollte dann keine Risi mehr sein. Sie blieben alle dort, nur ich fuhr davon, als Papa weg war, weil ich die Älteste war, was heißt das schon? Was mir bleibt, ist Paula und die Briefe, die sie mir brachte, Briefe, die unser Bruder an unsere Mutter schrieb. Sie schmuggelten sie durch das KZ, Briefe, in denen er von Brotrationen spricht. Und währenddessen lag Resi mit gefülltem Magen in England unter einer warmen Decke und konnte nichts tun, nichts. Mit meinem Namen lege ich die Vergangenheit beiseite. Das zumindest war meine Hoffnung. Aber ganz vergessen kann man nicht. Mit jeder Zeile in Siegfrieds Briefen reißt die Erinnerung wieder auf. Mutti, sei geküsst. Ich spüre ins Dunkle hinein, du schläfst.
Ich bemühe mich um Stille, um dich nicht wieder zu wecken. Ich streichle dir übers Haar und richte die Decke. Ich erzähle Geschichten von Menschen, die Dinge erlebt haben, die ich nicht im Ansatz nachempfinden kann. Ich ekle mich vor mir selbst, wenn ich denke, wie gut wir es haben, wie gut du es hast. Weil ich vergleiche, wo niemals ein Vergleich angebracht ist. Weil ich weiß, dass ein Teil meiner Familie zu der großen Masse gehörte, die schuld daran ist, dass Kinder sich überhaupt in diese Züge setzen mussten, die dieses System getragen haben. Ein System, das vor 80 Jahren Eltern und Geschwister von Hannover nach Riga deportierte und das Einlösen von Versprechen so unmöglich machte. Bis dir der Morgen die Augen aufmacht. Ja, danke schön, Ninia Lagrande. Das war der dritte Text. Zwei haben wir noch, dann werden wir eine kleine Pause machen. Ja. Kommen wir tatsächlich hier zum vierten Text. Jörg hat es gerade eben schon angedeutet. Macht einen ganz großen Applaus und machen Sie einen ganz großen Applaus für Henrik Santu. Bitteschön. Hallo. Ja, freut mich, dass wir Kontakt haben. Schön, dass ihr euren Abend mit uns verbringt. Mein Name ist Henrik. Ich bin aus Wien nach Hannover gezogen. Das war wild. Man hört es mir nicht an, dieses Wien. Und was man mir auch nicht anhört, ist, dass ich aus einer jüdischen Familie komme. Das bedeutet, diese Abende bringen immer sehr viel bei mir in Gang. Und ein naheliegendes Gefühl ist Betroffenheit. Und das ist ein valides Gefühl, und ein absolut nachvollziehbares Gefühl. Und das Gefühl, das bei mir Einzug erhält in diesen Kontexten, ist meistens Wut. Und falls es Ihnen auch so geht, Wut hat etwas unendlich Befreiendes. Wut ist politisch. Wenn Sie wütend sind, nutzen Sie das. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Text, habe ich mir diese Biografien angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass bei ganz vielen Personen als letzte Adresse, eine idente Adresse angegeben wurde. Das war die Lützowstraße 3. Es wurde im ersten Text bereits erwähnt, das war eines dieser sogenannten Judenhäuser, in das Menschen ja, interniert wurden, nachdem sie aus ihren rechtmäßigen Häusern und Wohnungen vertrieben wurden. Und dann habe ich mir diese Geschichte dieses Hauses angeschaut und habe dann entschieden, dieses Haus erzählen zu lassen. Und so auch an die Menschen zu erinnern, die in diesem Haus leben mussten. Der Text heißt Ein Dezember ohne Schnee. Mein Dachgebälk ist holzverkleidet. Hier halten Tauben turtelnd Wache. Mein Körper ist aus Backstein, der rot schimmert, wenn ich lache, aber ich lache nicht mehr viel. Seit sie mir die Schule aus dem Bauch gebrannt, seit in jedem Raum getrieben von der Wut von 1000 Mann nur Ungewissheit lebt. Ungewissheit und Angst. Verteilt auf 125 Köpfe in 11 Räumen. Es ist September 1941 und ich drohe zu bersten. Meine Anschrift teutonisch. Mein Baustil neugotisch. Ich bin hierzulande als altes Haus bekannt oder als stummer Schrei in Bürosprache. Ich bin Nummer 3 in der Lützowstraße. Ich war ein jüdisches Gemeindehaus, aber dann musste die Gemeinde raus und was bleibt, beschreibt die NS-Zeit als Judenhaus. Seitdem wohnen Menschen hier auf Zwang. So lebt hier Familie Kohn. Mutter Margarete, das Haar nicht golden, sondern Aschen, die ihren Sohn Heinz an die Tötungsanstalt Brandenburg verloren hat. Ihr bleibt Tochter Hildegard. Hildegard ist 11 und darf nicht mehr zur Schule. Eine Jüdin sei dem deutschen Kind nicht zuzumuten, dabei fiel der Großvater noch fürs Vaterland. Wie es auf der Urkunde des Heeres hieß. Ob Margarete dieses Schreiben bei sich trägt, ist nicht bekannt, wohl aber, dass statt Dank nur Schwere blieb. Dann ist da Familie Pelz. Mutter Hertha mit ihren Kindern Erwin und Lore. Vater Josef Jakob ist in diesem Jahr gestorben und ein Hauch von Hoffnung sei gestattet. Zwei der drei werden den deutschen Einfluss lebendig verlassen, aber dieser Tage ist jede Zukunft ungewiss. Einer ist angeblich Optimist. Norbert Kronberg übergab einen Koffer mit Kleinoden und Schätzen an einen wertgeschätzten Vorgesetzten, ehe er zu mir zog. Der Koffer hat überlebt. Das Schicksal von Kronberg. Tot. So wird es auch Familie Lehmann gehen.
Willi, Frieda samt Walter, ihrem Sohn. Das waren 9 Namen derer, die in mir leben, von insgesamt 125. Etwa 7%. Uns bleiben höchstens Wochen. Mein Dachgebälk ist holzverkleidet. Hier turteln keine Tauben. Hier leben 125 Herzen, Raum an Raum. Wer in mir einzieht, verlässt Vertrautes. Verlässt Besitz, verlässt Zuhause, erlaubt sind Bett, Geschirr und Wäsche, also das, was als notwendig gilt. Den Rest kann man vergessen, und während aus jeder Pore Ohnmacht quillt, wird die alte Wohnung versiegelt. Was dort bleibt, konfisziert und versteigert. Und dann kommt die SS. Nichts endet gut, was so beginnt. Und weil das noch nicht reicht, erscheint geschwind auch die Gestapo zum Hausbesuch. Man bringt Angst, man bringt Schrecken, man bringt Schläge mit Faust und Stecken, den man somit um manchen Dreck bereichert. Ich bin zu einem Ort geworden, der beinahe jedes Herz erweicht, nur dass derer, die schlagen, eben nicht. Statt des Tippelschritts der Grundschüler stampfen hier jetzt Stiefel, und der Sichelschnitt der Truppführer zertrampelt jeden Frieden. Mein Dachgebälk ist holzverkleidet. Hier hält die Sturmabteilung Wache. Nach und nach ersetzt Kurzanweisung Sprache, mal bellt der Knüppel, dann der, der ihn schwingt, ein deutscher Pudel, der glaubt, dass sein Gejaule im Rudel nach Wölfen klingt. Mein Körper ist aus Backstein, meine roten Ziegel haben braune Glasur, die Befehle überschreibt raue Fraktur, und es hagelt Verbote. Keine Bezugsscheine für Juden, keine Besuchszeiten, nur Fluchen, keine öffentlichen Verkehrsmittel, nur wöchentliches Gezehr, Tritte und weitere Verbote, Gottesdienst, Kolbenhieb. Früher wurde in mir viel gelesen. Doch jetzt dürfen sie selbst Bibliotheken nicht mehr betreten, und wer hier ist, der bleibt es auch. Es wird Dezember, Schnee bleibt aus, das Wetter zwischen lau und grau. Mein Dachgebälk ist holzverkleidet, mich schmücken keine Kerzen. Jeden neuen Tag bedrückt ein reiner Schmerz, und die Straßen füllt ein Schauer. Margarete Kuhn sucht nach Garn für Hildes Socken, Erwin Pell schaut in den Himmel, insgeheim hofft er auf Flocken, und Norbert Kronberg erzählt Geschichten. Vielleicht hörte Lore Pels ihm heimlich mit den Lehmanns zu, wir werden es nie wissen. Was unter meinem Dach geschieht, wenn die Deutschen nicht zugegen, bleibt nur in Erinnerung von jenen, die überleben. Wir wissen, wie das Wetter ist, aber nicht, wer darüber sprach. Es war ein nasser Winter in einem kalten Jahr, Montag beginnt Hanukkah, der 14. Dezember, am Montag dann das Ende. Mein Körper ist aus Backstein, und man räumt mich langsam aus. Man hat viele Menschen abgeholt, teilweise schon vor Tagen, und konzentriert sie in einem verwandten Haus in Ahlem. Man lädt sie auf LKWs, man lässt sie im Regen warten, man nimmt Gepäck und Schmuck, nimmt Broschen, Wurst und Nadeln, man leert die Taschen bis zur Hälfte, man konfisziert großzügig, man befiehlt sich auszuziehen. Man kontrolliert Rachen und After, der Spott liegt im Auge des Betrachters, man bringt Menschen in zugewiesene Lager. Man lässt sie schlafen, ohne Gang, nebeneinander. Lore schreibt, man behandle die Menschen wie Schwerverbrecher, man verteile Nummern. Montagmorgen, Bahnhof Fischerhof, die SS lässt keinen Platz für Kummer. An den Straßen stehen Leute, schreibt Hilde Schneider. Keiner stört sich dran, während die Meute gewaltbereiter die Menschen in die Züge treibt. Ein Güterbahnhof in Linden, wo Zögern Prügel heißt. Mein Dachgebälk ist holzverkleidet. Nach der Ankunft in Riga erschießt man all die, deren Füße sie nicht mehr tragen. Mama, nimm das bisschen Kram und reiß dich zusammen, schreibt Henny Rosenbaum. Und Lore schreibt von den ersten Tagen in den Resten fremder Laken. Sie suchen nach Nahrung, sie halten zusammen, bis man sie trennt. Von 1001 verschleppten Hannoveranern überleben 69, etwa 7%. Mein Körper ist aus Backstein und ich klinge gänzlich hohl. Ich bleibe leer bis zu meinem Tod, ein Luftangriff im Oktober 43. Das Leid in Lettland hält länger als mein Stein. Im Bombenhagel bersten meine Ziegel und im Feuer bricht mein Dachgebälk. Niemand, der vor den Trümmern Wache hält, und die Stadt verschluckt mich, wie die Shoah das Leben. Und mein Grund wird geebnet, und heute nach Jahren sehe ich Leute auf Straßen, den gelben Stern tragen, sich auf ihr sogenanntes Recht berufen. Man wählt alternative Kameraden und wähnt sich in Diktaturen, man warnt vor Juden. Mein Körper ist aus Stahlbeton. Mein Tod ist ein Baumeister aus Deutschland, man hat mich zu einem Parkhaus erneuert. In der Lützowstraße 3 heiße ich willkommen, auch all jene, die ganz unbenommen durch die Innenstadt marschieren, was von Diktatur skandieren und im Anschluss, als wäre nichts gewesen, mit ihren dummen Thesen zurück nach Hause fahren. Wer hat da wohl gelebt vor 80 Jahren? Man mahnt meiner nicht an Tafeln, man erinnert nicht an die Gemeinde, man erinnert nicht ans Judenhaus, man steigt bloß in den VW. Nachts gehen meine Lichter aus und ich denke an den Dezember ohne Schnee. Henrik Santo mit dem vorletzten Beitrag tatsächlich zum
heutigen Anlass. Ja, danach wird es dann eine kleine Pause geben und dann sagen wir noch ein paar Worte dazu, was danach passiert. Jetzt geht es erstmal weiter mit Tabea Farnbacher. Applaus. Hallo. Warum dieser Text kein Gedicht geworden ist. Ich kann keinen Trost aussprechen. Ich kann nichts heilen. Keine Wunde, keine Betroffenheit, kein Grauen. Ich bin eines der Kinder, deren Großeltern keine Zeitzeugen mehr sind. Ich bin keines der Kinder, die das Schweigen der Eltern nicht ertragen konnten. Der institutionalisierte Mord an Millionen existiert für mich nur mittelbar. Mittelbar bedeutet, vermittelt durch Schulunterricht, bedacht zur Gedenkveranstaltung, Bilder im Kopf von jüdischen ZeitzeugInnen, die neben niedergelegten Grenzen stehen. Gerd Landsberg und ich wurden in Hannover geboren. Er verstarb 2011 in der Goethestraße, in der ich mit 20 Jahren wohnen sollte. Heute lebe ich in Bochum, der Stadt, in der er Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie leisten musste. Diese geografischen Parallelen haben mich berührt. Aber sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Gerd Landsberg für mich nur mittelbar existiert. Aus seinem Namen wurde eine fragmentierte Collage aus Fakten, Interviewzitaten und dem Wissen über die Zeit, in der er lebte. Ein Ausschnitt der Wirklichkeit, aus dem ich wiederum einen Ausschnitt wiedergebe. Und ich will Gerd Landsberg nicht beschreiben, indem ich erzähle, was ihm geschehen ist. Keine Person sollte als ihr eigenes Schicksal erinnert werden. Ich war ein ernstes Kind und halte diese Information für wichtig. Gerd Landsberg war ein fröhliches, ausgelassenes Kind und betrachtete diese Information später als unwichtig. Er führte, wie so unbegreifbar viele, ein Leben, das keine Kontinuität und keine Freiwilligkeit erlaubte. Und wer er als Kind war, wurde unwichtig, weil ein grausamer Staat ihn daran hinderte, sich später danach zu verhalten. Und genau das macht es mir so schwer, über ihn zu sprechen. In einem Interview schilderte er distanziert die Deportation am 15.12.41. Es hätten 1000 Menschen auf den Zug gesollt. Es sei dabei um die Zahl gegangen, nicht um die Menschen. Und wenn einer nicht ging, dann musste ein anderer. Wie also lässt sich ein Text schreiben, bei dem es um Gerd Landsberg geht und nicht nur um das Opfer, zu dem er gemacht wurde? Er trug ein Stückchen Widerstand in sich, das sich in einer Prügelei mit dem Sohn eines SA-Soldaten zeigte. Wenig später verboten ihm seine Eltern, sich weiterhin gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu wehren. Sie wollten ihn schützen und er verstand. Aber den Judenstern empfand er als so diskriminierend und unrechtmäßig, dass er ihn so gut es ging hinter seiner Aktentasche verbarg. Er war jemand, der ein Leben nach dem Krieg hatte, dem es schwer fiel, wieder Zutrauen zu anderen zu fassen, der sich kurz nach dem Krieg in eine Frau verliebte und bis zu ihrem Tod mit ihr zusammenblieb. Gerd Landsberg war jemand, der wieder und wieder Schulen besuchte, um seine Geschichte zu erzählen. Er war ein verwundeter, verletzter Mensch, dem es schwer fiel zu vertrauen. Aber er entschied sich dafür, sich wieder zu verlieben. Er entschied sich dafür, seine Geschichte von Verletzungen und Verletzlichkeit jenen zu erzählen, bei denen er sich nicht sicher sein konnte, ob seine Worte und er selbst bei ihnen gut aufgehoben waren. Er entschied sich zu vertrauen. Ob Gerd Landsberg ein guter Mensch war, weiß ich nicht. Aber Mut muss das, was er tat, gekostet haben. Vielleicht fragen Sie sich, wieso ich jetzt kein Gedicht vortrage. Weil die Ästhetik eines Gedichts, der Versuch, etwas Schönes zu schaffen, dem wenigen, was ich über ihn weiß, nicht gerecht geworden wäre. Weil es manchmal unerträglich ist, dieselbe Sprache für die höchsten Freuden und das äußerste Grauen verwenden zu müssen. Adorno schrieb, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch.
Enzensberger antwortete, wenn wir weiterleben wollen, müssen wir Gedichte schreiben. Brecht schrieb, dass ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen sei, weil es Schweigen über so viele Untaten mit einschließe. Die deutsch-jüdische Schriftstellerin Nelly Sachs schrieb ein Gedicht über die Schornsteine auf den Wohnungen des Todes. Währenddessen lebte Gerd Landsberg ein Leben, das erinnert werden sollte. Aber zu oft werden jüdische Menschen in ein Narrativ geformt, das nicht ihnen, sondern der Gesellschaft dient. Der Soziologe Michael Bodemann bezeichnete das als Gedächtnistheater. Jüdinnen und Juden sollten vor allem die Wiedergutwerdung der Deutschen bestätigen. Um das Unverzeihliche zu verzeihen, schrieb er, müssen jüdische Menschen zu reinen und guten Opfern werden. Je tragischer das Schicksal und je moralisch unanfechtbarer der verzeihende Mensch, desto besser. Und so werden jüdische Menschen manchmal zu Funktionen des Erinnerns, zu Zahlen in einer Statistik. In seinem Buch Desintegriert euch fordert Max Scholleck deshalb von seinen deutsch-jüdischen Mitmenschen, sich dem Narrativ des guten Juden nicht zu beugen, die eigene Wut zu empfinden, Zorn und nicht nur Vergebung zu leben. Es geht dabei um die Selbstermächtigung und den Mut, die eigene Geschichte zu erzählen. Deshalb sollten wir uns nicht mit dem, was Gerd Landsberg nach dem Krieg für die Gesellschaft tat, trösten. Es gibt keinen Trost. Gerd Landsberg war da. Es ist an uns, ihn zu erinnern, nicht als Funktion, nicht als Zahl, sondern als Mensch. Mit seinen Erzählungen hat er uns die Möglichkeit dazu gegeben. Er sagte später einmal, er sei naiv gewesen zu glauben, dass er die Welt verändern könne. Ich denke, es ist naiv zu denken, dass er das nicht getan hat. Danke. Tabea Farnbacher. Dankeschön. Und jetzt wechseln wir ein bisschen das Programm. Ja, auch wenn es schwerfällt, versuchen wir jetzt ein bisschen das Thema aufzumachen, ein bisschen luftiger vielleicht zu werden, dass wir nicht ganz so ultra belastet nach Hause gehen müssen. Dennoch gehen wir bestimmt mit einem großen Anteil Nachdenken nach Hause, denn das ist wichtig. Ich glaube, das haben diese letzten 20 Monate oder 22 Monate uns gezeigt, dass wir immer wieder das weitermachen, das bestehend überdenken sollten. Wir kommen jetzt tatsächlich zu einem Part, wo wir sagen, hey, wie fangen wir das Zeitzentrum wieder ein? Das Zeitzentrum für Zivilcourage hat ja letztes Jahr eröffnet in einer denkbar schweren Zeit. Sie haben es trotzdem sich getraut zu tun mit ganz tollen Veranstaltungen, sehr viel online Präsenz. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wie nähern wir uns eigentlich den eigenen Überzeugungen, wie nähern wir uns, was haben die Poetinnen zu sagen zum Thema Engagement, Zivilcourage, eigener Politisierung, was irgendwie darf engagementtechnisch verändert werden, was wünschen wir uns? Und ich glaube, das wäre ein schöner Abschluss dann nochmal in der zweiten Hälfte. Genau, und da gab es schon mal eine Aussage, die hatte Kersten Flenter in seinem ersten Text. Und wir dürfen die Sprache nicht den Barbaren überlassen und das tun wir auch nicht. Und darum holen wir jetzt Kersten Flenter einfach nochmal wieder auf die Bühne. Applaus. Applaus, bitteschön. Schön, dass Sie noch da sind. Ich muss wirklich gestehen, ich bleibe so ein bisschen beim Thema. Allerdings wird die Sprache jetzt ein wenig anders sein, tatsächlich. Wir haben in den letzten 40 Jahren, meine ich, und ich kann das behaupten, weil ich dabei war, weil ich diese 40 Jahre erlebt habe, dieses Thema Gefahr von Rechts, Rechtsextremismus, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, vernachlässigt, aber wir haben es komplett ignoriert. Bei allem, was passiert ist von rechts, bei allem, was sich gebildet hat an Banden, an SA-ähnlichen Strukturen, an Parteien, die mittlerweile im Parlament sind, haben wir weggeschaut oder haben gesagt, das sind Einzelfänomene oder Dinge, die wieder vorbeigehen. Und wir haben mittlerweile ein Problem, finde ich, darum geht es in dem nächsten Text, der ein bisschen humorvoller daherkommen wird. Deswegen seien Sie jetzt nicht irritiert, aber wir haben mittlerweile ein Problem, das nicht nur ein politisch-moralisches ist, sondern auch ein physisches. Darum geht es in diesem Text, der heißt Praktische Fragen der Entnazifizierung.
Die brauchen auf die Fresse. Die brauchen jetzt endlich mal auf die Fresse. Die brauchen jetzt endlich und ernsthaft aber mal sowas von auf die Fresse. Mordhorst neigte schon immer dazu, sich zu echauffieren. Er zerbrach einen Haselnusszweig und warf ihn ins Feuer. Also ich wäre dabei, sagte ich. Im Falle von Nazis sind Wut und Hass gute Ratgeber. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie das mal ganz praktisch gesehen ablaufen soll? Wie meinst du das? Naja, sagte ich, guck dir doch diese Bilder aus Chemnitz und Köthen mal an. Das sind nicht mehr die fahnenschwingenden, pickligen Hanswürste, die im Sportunterricht bei der Mannschaftswahl übrig geblieben sind. Das sind Kampf- und Kraftsportgestählte, hemmungslose, empathieunfähige, entzivilisierte Tötungsmaschinen mit humanoiden Hintergrund. Es ist nicht nur so, dass du die kognitiv nicht erreichst, du kannst nicht mal rein physisch was gegen die ausrichten. Mordhorst begann sich auf seine bescheidene 80er-Jahre-Sozialisation. Ey, wir haben noch Legislative, Judikative, Exekutive. Da müssen eben die Bullen mal ran oder die Armee. Wir sahen Mordhorst fassungslos an. Dann fielen wir kollektiv vor Lachen von den Bierbänken. Urmel fing sich als Erster. Unser Problem, du kleiner Romantiker, ist doch, dass eben diese Institutionen das deutsche Volk gerade im Stich lassen. Teils bestehen diese Organe selbst aus Nazis, siehe Peggy Zey oder Richter, oder sie sind in den 70ern stehen geblieben und kommen nicht darüber weg, dass die Gefahr gar nicht von links kommt. Jutta wusste mehr. Ich muss dir leider widersprechen, wandte sie sich an Urmel. Die Exekutive funktioniert sehr wohl. Sie funktioniert ganz hervorragend gegen die Demokratie. Schau, beim G20-Gipfel in Hamburg war die Polizei äußerst kreativ im Umgang mit Demonstranten. Beim Räumen des Hambacher Forstes schaffte man es ganz ohne Probleme, ein Kräfteverhältnis von 27:1 gegen die Waldbesitzer herzustellen. Es ist also keine Frage der Kraft, sondern des Willens, des politischen Willens, meine ich. Trotzdem hat Mordhorst recht und du auch, fand ich. Von denen ist keine Hilfe gegen das rechte Elend zu erwarten. Die Zivilgesellschaft muss sich kümmern. Und das meinte ich eben. Hier sind wir völlig hilflos. Schaut uns doch mal an. Wir blickten uns an, ohne uns in die Augen zu sehen. Genau, fuhr ich fort, so sehen wir aus. Intellektuell überfrachtete, gewaltscheuende Sportverweigerer mit Hängeschultern und Keksarmen. Wie sollen wir denn rein physisch gegen diese durch Crystal Meth empfindlos gewordenen Roboter angehen? Ich meine das übrigens ernst. Urmel drückte eine Träne weg. Jutta kramte in ihrer Tasche und fand das Pfefferspray. Och nö, machten wir unisono. Wir könnten die Islamisten motivieren, schlug einer vor, der auch dabei saß und den keiner kannte. Oder die Familienclans aus Berlin. Die Araber müssten doch die Nazis als natürliche Feinde haben. Ich meine, so wie die sich gegen den Islam stellen und so. Knalltüte, meinte Jutta und hatte recht. Wir schwiegen ein paar Stunden, legten Holz nach und starrten ins Feuer. Urmel erhob sich. Pflegefamilien, sagte er. Hä? Pass auf, das Problem ist es doch, ein Viertel der Gesellschaft ist bereits gegen uns, gegen die Demokratie, gegen alles, was mit Vernunft und Verstand zu regeln ist. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Diese Menschen, die Pegida-Versteher, die AfD-Wähler, die Höcke-Nicht-Wegsperrer, die sind für die Demokratie verloren, die holen wir nicht zurück. Wir sind nur noch 3 gegen 1, das ist verdammt knapp und die sind verdammt viele. Die kann man nicht alle wegsperren, man kann auch aus Sachsen kein Ankerzentrum für Nazis machen. Und unsere Menschlichkeit verbietet uns, an Böses zu denken. Also müssen wir das Thema pädagogisch angehen. Beim Wort pädagogisch musste Mordhorst in den Holunderbusch kotzen. Deshalb, fuhr Urmel fort, sagte ich, Pflegefamilien, Pflegefamilien. Wir müssen die Nazis vereinzeln, denn nur im Rudeln sind sie stark. Und die Erfahrungen in der Jugendhilfe mit 3-jährigen Aufenthalten bei anatolischen Bauernfamilien zeigen durchaus Erfolge. Das ist fremdenfeindlich, sagte ich. Wieso? Du meinst, den doofen Anatolen kann man so einen Nazi mal für ein paar Monate zumuten, oder? Während du gleichzeitig die Ansicht vertrittst, jemanden wie Alexander Gauland möchte kein Deutscher in der Nachbarschaft haben. So habe ich das noch nicht gesehen, gestand Urmel ein. Wir schwiegen. Unsicher und verschämt sahen wir uns an. Insgeheim wussten wir alle, was zu tun war. Aber wir wussten, der Erste, der den Vorschlag machen würde, dass wir uns bewaffnen sollten, würde uns als Spitzel des Verfassungsschutzes verdächtig machen. Dabei war klar, was wir brauchten. Ja, wir alle wussten genau, wo wir ansetzen mussten, um den Rechtsstaat wiederherzustellen. Wir mussten den Verfassungsschutz eliminieren, wir mussten die AfD beseitigen, wir mussten die organisierte Kriminalität an den Funktionärshandpuppen der rechten Szene angehen. Wir wussten, das war eigentlich Sache derer, die dafür bezahlt wurden, dies repräsentativ für uns zu tun, aber die taten es eben nicht. Und selbst wenn wir die Nazis los würden, wären unsere Probleme nicht gelöst. Wir hätten höchstens endlich wieder einen Blick darauf. Die brauchen auf die Fresse.
Die brauchen jetzt endlich mal auf die Fresse. Die brauchen jetzt endlich mal und ernsthaft aber mal sowas von auf die Fresse. Mordhorst neigte schon immer dazu, sich zu echauffieren. Er zerbrach einen Haselnusszweig und warf ihn ins Feuer. Es war früher Morgen, als wir volltrunken und sprachlos eingeschlafen waren. Nur der, der auch dabei saß und dessen Namen niemanden kannte, war noch wach und telefonierte mit irgendwem. Wir wussten nicht wem. Dankeschön. Kerstin Flenter, vielen Dank. Ja, das war zum Thema Zivilcourage und dabei bleiben wir auch. Wir kommen zum nächsten Text und da kommt Henning von Annika Blanke, meine Damen und Herren. Applaus, bitteschön. Dankeschön. Hallo noch einmal. Ich bin heute Abend aus Oldenburg angereist und in meiner Heimatstadt Oldenburg bin ich Teil einer Lesebühne, die heißt Metrophobia. Und diese Lesebühne, wenn sie denn stattfindet, ist jetzt schon ein bisschen her, aus bekannten Gründen, hat ein schönes Ritual. Am Ende der Veranstaltung gibt es immer eine Best-of-Zurufrunde. Das heißt, das Publikum darf entscheiden, wen und vor allen Dingen gegebenenfalls mit welchem Text sie Personen nochmal auf der Bühne sehen wollen. Und es gibt eine Stammpublikumsfrau, die jedes Mal sich ganz vehement von mir diesen Text wünscht. Und wir sind einmal ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, ich wünsche mir einfach, dass dieser Text so oft gelesen wird von dir. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, dass du ihn nie hättest schreiben müssen. Und ich glaube, sie würde sich freuen, heute zu wissen, dass er, ich denke, auf offene Ohren stößt. Der Text heißt »Neulich war gestern noch heute«. Neulich sagten meine amerikanische Freundin und eine englischsprachige Internetseite zu mir, you know what? In German, war is only a past tense. Like in, ich war hier. I like that. And I'd like to keep it that way. Ja, sage ich und ertappe mich, wie ich denke, aber was ist mit, ich kriege dich? Da draußen ist Chaos vor unseren Fenstern. Auf meinem Balkon streiten sich zwei Meisen um die verbliebenen Körner im schlaff herunterhängenden neongrünen Kunststoffgeflecht und da draußen ist Chaos. Es herrscht nicht, es tobt nicht, es ist. In meinem Supermarkt gibt es neuerdings Spendenkisten für Lebensmittel am Ausgang. Irgendjemand hat mit Edding aber bitte nur für Deutsche draufgekritzelt. Bisher hat niemand den Stift oder den Mut gehabt, es zu übermalen und da draußen ist Chaos. Es herrscht nicht. Es tobt nicht. Es ist. In meiner Schule geht morgens die Tür auf und Kinder kommen herein. Verängstigt von zu viel Anlass und verlassen von allen guten Geistern, denn die dürfen sie nur bis zur Tür bringen. Hineingehen müssen sie alleine. 24 Augenpaare begutachten ein neues und dann vergleichen wir die Hausaufgaben. In der Pause spielen zwei neue Beine mit 20 anderen Fußball und ich muss an den seit Jahrzehnten immer wieder heraufbeschworenen Spruch der Politik und der Sportartikelindustrie denken, der besagt, dass sowohl die Musik als auch der Sport nur eine gemeinsame Sprache kennt. Und dann stelle ich mir kurz eine Welt vor, in der alle Menschen nur noch entweder Musik machen oder Fußball spielen. Und dann denke ich, dass ich dann ganz schön das Nachsehen hätte, denn ich kann weder ein Instrument, geschweige denn singen, als Beweis da hier meine Rolle in einer Schultheater-Musical-Version von Schillers Die Räuber aus dem Jahre 2002 aufgeführt, in der ich von 45 zu besetzenden Rollen nach einem Gesangscasting die einzige Nicht-Singen-Rolle erhielt und dass ich zudem in der Grundschule in den Pausen immer dann ins Tor gestellt wurde, wenn beide Mannschaften so richtig Bock hatten, zweistellig zu spielen. Und dann frage ich mich, ob das immer so sein muss, dass eine Seite zu verlieren hat. Und dann denke ich, dass das auch ziemlich ungerecht ist.
und dass es sowieso viel zu viele Menschen auf der Welt gibt, die eigentlich gar nichts mehr zu verlieren haben und dass das doch eigentlich auch nur einer von den vielen Sprüchen ist, die man immer so lapidar dahin sagt. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt zum Beispiel, aber wenn das dann mal wirklich einer wörtlich nimmt, kommt dann gleich die Polizei und dann kann man sich auch nicht mehr damit rausreden, dass das doch alle sagen würden, aber wenn dann mal einer die Initiative ergreift und Taten sprechen lässt, dann ist das Geschrei groß und da draußen ist immer noch Chaos. Es herrscht nicht, es tobt nicht, es ist lautlos. Und ich weiß, wovon ich schweige. Ich weiß aber auch, dass unsere Lautlosigkeit lauter sein kann als alle gebrüllten Parolen zusammen. Debiles Dezibelgedonner dröhnt durch dumme Denkapparate, doch du und ich denken daran, dass du und ich doch auch nachdenken kann. Und verwechsel unser Schweigen nicht mit mir doch egal. Wir sind nicht ohne Meinung, denn das wäre uns zu banal, unser stiller Protest, gleich dem berühmten Manifest. Sie sind immer noch hier, Wolfgang, da draußen vor der Tür. Du schriebst vor über 70 Jahren so inbrünstig dagegen an und doch sind sie noch hier und Kollege Kästner hat geschaffen. Mit Worten statt mit Waffen. Schrieb, wir hören weit und sehen fern und bleiben doch dieselben Affen und ich sitze an meinem Fenster. Ess eine Banane, denke nach. Nehme Block und Stift und Mut zusammen für den, der das Schweigen brach und es schreibt sich aufs Papier. Erst nur ein Wort, dann zwei, dann drei. Es klingt nicht schön gereimt und etwas holprig ist dabei und ich lese nochmal Probe, ob's verständlich ist und rockt. Natürlich ist der Text nicht neu, doch viele haben's verbockt und die müssen's nochmal hören, finde ich und du doch auch. Wir sind nicht allein, doch das zu wissen wird gebraucht, denn sonst fühlen wir uns wie Greg, von Idioten umzingelt. Rechtes Gedankengut ist Dreck, Gedanken schlecht sollte es heißen, doch der News-Alarm, der klingelt und da steht mein Satz geschrieben. Kurz genug ist der für Twitter, für manch Gemüter viel zu groß. Wenn in diesem Text eins wichtig ist, dann das hier, also zugehört und los. Du, Mensch auf der Straße, wenn sie dir sagen, dass ein anderer Mensch weniger wert ist als du, dann gibt es nur eins. Sag nein. Und da draußen bleibt das Chaos. Es herrscht nicht, es tobt nicht, es ist und bleibt schlimm. Vielen Dank fürs Zuhören. Annika Blanke, meine Damen und Herren, mit dem zweiten Text in der zweiten Hälfte des heutigen Abends. Und wir halten die Vortragsspannung, würde ich sagen, Jörg. Wer kommt denn als nächstes? Ja, wir machen einfach gleich weiter und holen nochmal auf die Bühne Ninia La Grande. Hallo nochmal. Ich bin erkältet. Ich bin wirklich erkältet. Ich habe es mehrmals durchchecken lassen, aber man darf sich in der Öffentlichkeit nicht mehr räuspern. Dann wird man sehr komisch angeguckt. Man wird auch komisch angeguckt, wenn man anders aussieht als andere Leute. Und dieser Text heißt, einmal tätscheln bringt Glück und das nächste Mal eine Anzeige. Was mache ich, wenn mich das nächste Mal jemand fotografiert, ohne dass ich das möchte? Fragt mich die junge Frau vor dem Hoteleingang. Es ist Himmelfahrt und damit jährliches Kleinwuchstreffen. Ich habe gerade den Eröffnungsvortrag gehalten und passe jetzt auf, dass das Kind sich beim Ausprobieren der kleinen Fahrräder nicht auf die Fresse legt oder puste, wenn es schon längst zu spät ist. Die Frau steht vor mir und ich weiß genau, welche Gefühle in dieser Frage liegen. Was mache ich, wenn mich das nächste Mal jemand fotografiert, ohne dass ich das möchte? Als mir das erste Mal passiert ist, bewusst das erste Mal, erzähle ich ihr, war ich 16 und auf der Tanzfläche des Jolly Joker in Braunschweig. Wie das Wort Tanzfläche schon vermuten lässt, wollte ich einfach nur tanzen und auf einmal sagte meine Freundin entsetzt, der Typ da hinten fotografiert dich gerade, glaube ich. Ich habe mich umgedreht und tatsächlich, mit einem Handy, das man heute als Fossil bezeichnen würde, stand er da, lachte mit seinen Kumpels und fotografierte mich. Und ich weiß nicht, woher dieser Mut kam, aber ich ging auf den Typen zu und schlug mit einer Wucht, die sogar mich überrascht hat, das Handy zu Boden. Er schaute mich nur entsetzt an und stammelte sowas wie, ey, und ich blitzte ihn an und zischte, wenn du dich jetzt noch traust, dich darüber zu beschweren, haben wir zwei ein riesiges Problem. Und dann bin ich wieder gegangen. Die Frau, die mir die Frage gestellt hat, starrt mich an.
Bei den Preisen der heutigen Telefone würde ich das auch nicht mehr machen, sage ich. Wir sind beide frustriert. Darüber, dass Menschen sich das Recht herausnehmen, uns ungefragt zu fotografieren und diese Bilder teilweise sogar ins Netz stellen unter einschlägigen Stichworten wie Lilliputaner oder Zwerg. Du kannst es nicht verhindern, sage ich. Du kannst die Leute höchstens fragen, warum sie das tun. Manche sind dann schon allein von der Tatsache, dass du reden kannst, so überrascht, dass sie sich entschuldigen. Manche sind aber auch einfach scheiße, so ist das im Leben. Mir selbst passiert diese Situation ungefähr alle paar Wochen mal, zumindest so, dass ich es mitbekomme. Ganz oft habe ich dann keine Lust auf eine Auseinandersetzung und so schwirren irgendwo Fotos von mir herum, die einzig und allein im Beweis dienen, einen kleinen Menschen gesehen zu haben. Vor Monaten war ich auf einem Festival bei Faust. Endlich wieder Festival. Ein Punk-Festival mit gealterten Männern auf der Bühne und gealterten FestivalbesucherInnen vor der Bühne und ich, die richtig Bock hatte und dann doch wieder die Erfahrung machen musste, dass auch gealterte Festivalbesucher, bewusst nicht gegendert, keinen Maßstab für Respekt und Übergriffigkeiten haben. Während ich in der Menge stehe und nur der Musik lauschen will, gehen im Laufe des Abends 4 Männer an mir vorbei, bleiben stehen und tätscheln mir liebevoll den Kopf. Danach grinsen sie und gehen weiter. Ich komme mir vor wie der goldene Zwerg auf dem Gelände, der schon eine ganz glänzende Stelle an der Stirn hat, weil alle mal rubbeln wollen, um was vom Glück abhaben zu können. Ich bin jeden Tag Anwältin in eigener Sache. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich habe nie die Möglichkeit, in einer Masse unterzugehen. Auch wenn man mir das größentechnisch durchaus zutrauen würde, ich bin vielleicht nicht zu sehen, aber ich steche immer heraus. Immer muss ich mich erklären, für meine eigenen Rechte und den Respekt vor mir einstehen. Ich soll aufklären und Barrieren aufzeigen und für mich bist du gar nicht behindert als Kompliment sehen. Ich will nicht groß sein, aber ich würde gerne mal mit 1,75 Meter Körpergröße auf ein Festival fahren und sonst nichts. Einfach nur das. Dort sein und stehen, ohne dass fremde Leute mit mir anstoßen, meinen Kopf tätscheln oder Fotos von mir machen, als wäre ich die fucking Freiheitsstatue von Lilliput. Bis 1996 gab es im Holiday Park im Rheinland-Pfalz ein Dorf mit kleinwüchsigen Menschen. Die Leute haben dort in kleinen Wohnwagen gelebt und die BesucherInnen des Freizeitparks konnten dort vorbeilaufen, in die Wagen reinschauen und sich mal anschauen, wie die kleinen Leute eben so leben. In einem Internetforum wird der Besuch des Parks empfohlen, weil man dort mal Kleinwüchsige in echt sehen kann. Nur Zitat, dass der Park auch ein Delfinarium hat, wo die Delfine gefangen sind, das wäre vielleicht nicht so gut. Wir haben jetzt 2021 und ich habe immer noch sehr oft das Gefühl, eine Attraktion in meinem eigenen Holiday-Park namens Alltag zu sein. Am zweiten Tag des Kleinwuchsforums stehe ich mit einer der Organisatorinnen auf dem Hof und sie erzählt, wie sich letztens im Supermarkt ein älterer Herr darüber gefreut habe, endlich mal wieder einen Lilliputaner zu sehen. Früher seien Lilliputaner seine Spezialität gewesen. Und man weiß nicht so genau, ob er von einer Mahlzeit, einem Besuch im Bordell oder einer Tätigkeit als Mediziner spricht. Und nun habe er ewig niemanden mehr gesehen, sie habe seinen Tag jetzt sehr schön gemacht. Sie hat ihn reden lassen, das ist ja auch ein Talent, Menschen einfach durch Anwesenheit glücklich zu machen. 3 Handlungsanweisungen für den nächsten Festivalsommer, komme er, so Gott will, und die Zeit danach. Erstens, nennt kleinwüchsige Menschen nicht Lilliputaner, nennt sie bei ihrem Namen. Entschuldigung. Zweitens, tätschelt ihnen nicht den Kopf, sondern werft lieber eine Münze in den verdreckten Brunnen am Lindener Markt. Das bringt genauso viel. Drittens, habt Respekt. Vielen Dank. Ninja La Grande. Ja, es gibt, glaube ich, eine Menge Dinge, die 2021 selbstverständlich sein sollten, aber es leider nicht sind. Darum machen wir solche Abende und freuen uns, dass ihr die mit uns teilt. Wir machen weiter mit dem vorletzten Beitrag. Ja, würde ich sagen, Hendrik Santo, meine Damen und Herren, für Sie, für euch. Hier kommt er auf die Bühne. Bitteschön, Applaus. Hey, schön, dass ihr da seid. So, ja, das klingt doch ganz wunderbar. So, Folgendes, ich klinge wahnsinnig deutsch, das täuscht ein Stück weit. Ich bin tatsächlich halb Finne, halb Ungar. Ich komme aus sehr kalten Ländern. In dem einen ist es zwischenmenschlich kalt und das andere ist Finnland.
Und das ist kulturell eine hochinteressante Situation, in die meine Eltern mich da geworfen haben. Ich schreibe darüber sehr viel. Meine Kolleginnen und Kollegen schreiben auch sehr viel. Wir haben alle Bücher dabei. Die schenken wir euch nachher, wenn ihr uns dafür Geld schenkt. Bald ist Weihnachten. Und nachdem draußen auch der finnische Weihnachtsmarkt ist und ich euch die Möglichkeit geben möchte, heute noch ein paar interkulturelle Freundschaften zu schließen, teile ich mit euch mein liebstes finnisches Wort. Es gibt im Finnischen ein Wort für das Gefühl der Euphorie und Zufriedenheit, die du empfindest, wenn du in einer Hüpfburg herumspringst. Dieses Wort ist sehr, sehr lang. Es besteht aus 18 Buchstaben und 9 davon sind Ys. Und es heißt Hüppedönedödüdüs. Nehmt es euch mit, möge es euch Freude bringen. Geht mal zum Glögi-Stand und schaut mal, was passiert. Und ja, ich werde jetzt zum ungarischen Teil kommen. Im Sinne der Fairness gebe ich euch noch 3 praktische ungarische Alltagsphrasen mit auf den Weg für den Fall, dass ihr mal nach Budapest reist in nächster Zeit. Szia heißt Hallo, Hogyvagy heißt Wie geht es dir? Ismered jó emberi jogot illető ügyvédet? Kennst du einen guten Menschenrechtsanwalt? Sachen, die man gegenwärtig in Ungarn leider braucht, weil Ungarn zu diesen Ländern gehört, die insbesondere zum Beispiel bei Menschen, die aufgrund von Krieg oder politischen Umständen ihr Land verlassen müssen, sehr in die Distanz geht, diese Menschen versucht, an den eigenen Grenzen abzuwehren. Wir kennen diese Tendenzen auch aus Deutschland. Besonders absurd wird es dann, wenn Leute versuchen, das irgendwie damit zu argumentieren, dass man jüdische Menschen schützen muss vor den bösen Antisemiten, die von draußen kommen. Alles ganz, ganz wild. Und dabei wird gerne vergessen, dass Fluchtgeschichte in Europa ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte ist. Also auch unabhängig vom Zweiten Weltkrieg gibt es einfach wahnsinnig viel Vertreibungs- und Fluchtgeschichte in Europa. So auch in Ungarn. Ungarn ist eines der größten Diaspora-Länder, was man sich vorstellen kann. Und diese Geschichte ist auch Teil meiner Familiengeschichte. Deswegen habe ich einen ungarischen Namen, aber spreche schon Ungarisch, aber vor allem Deutsch. Und ich habe einen Text darüber dabei, wie das bei meiner Familie war. Und das ist ein sehr winterlicher Text. Das bedeutet, wenn ihr mit jemandem da seid, könnt ihr gerne ein bisschen euch anschmiegen, Gesundheit, euch schwelgend aneinander lehnen oder euch kennenlernen auch an der Stelle. Fragt vorher nach. Der Text heißt Omi Morod und auf Deutsch, was bleibt? Flocken entsagen sich leise der Wolken. Ganz langsam beginnt es zu schneien. Kristall um Kristall bricht im Gerippe der Stadt die Nacht der Nächte herein. Diese Stadt war mal schillernd, mal mächtig, mal groß, 2 Teile entlang der Donau gesäumt. Brandbomben, Artillerie und Soldaten haben sie kürzlich von Deutschen geräumt. Die Stadt ist ein Schatten ihres Schattens von einst, ein taumelnder Löwe, die Pranken zerschossen. Die neuen Genossen haben die Lücken der Straßen mit Plattenbauten geschlossen. Der Schnee bedeckt schon Ziegel und Zäune. Ein altes Piano bemüht sich. Wer dies ein Film, stünd unten in Lettern, Budapest, 1956. In einem Häuserzug in Bahnhofsnähe brennt noch etwas Licht. Der Klang von festgezurrtem Garn nimmt der Stille ihr Gewicht. In einer kleinen Kammer kauernd, Nähtrüné, Geschmeide in das Futter eines Mantels, damit es die Reise überdauert, die im Morgengrauen lauernd ihr und ihrem Sohn verspricht, was hierzulande Freiheit ist. Es ist Heiligabend in einem Land, das nicht mehr glauben darf. René ist das egal. Sie hat beide Weltkriege nur dank Glück und Glauben überlebt, ihren Nachnamen samt gelben Stern abgelegt. Solche Sterne gab es hier viele, doch die meisten der Sterne erloschen, als Eichmann Schergen die Sternenträger kolonnenweise erschossen. Und dann kamen halt die Russen. Der Ungar war ein guter Nazi, dann ein guter Kommunist. René ist nichts davon, was Grund genug zum Fliehen ist. Ihr Sohn Marius ist knapp 14, ihr Mann untergetaucht. Sie spricht rasch ein Gebet, ihrem Sohn weckt sie auf mit großem Gähnen und kleinen Augen. Kommt aus dem Bett gekrochen. Die Tassen sind gepackt, die Mäntel fest verschlossen, alles von Wert. Tragen sie am Leib, was in der Stube noch glänzt, baumelt stumm am Tannenzweig. Marius schleicht hinüber, der Baumer bebt, als er ihn greift. Er nimmt eine kleine Silberglocke, lichtet den Anker der Vergangenheit. Jeder Schritt im Schnee ein Abdruck, René mahnt zur Eile. Marius blickt zurück, sie nähern sich den Gleisen, er sucht nach seinem Fenster, während in ihr Sorge schwelt. René zählt zitternd die Minuten. Seit die Deutschen weg sind, kommt jede Nacht der Zug zu spät. René verharrt am Gleis und fragt sich nur, was bleibt. Was bleibt ist Endstation in Djöd. In der Ferne graut ein Morgen. Der Vater nimmt sie in den Arm, in ihren Blicken streiten Sorgen, ob sie alles habe. Ja, natürlich. Ja, doch, ja. Es steht ein Mann bereit, auf den könne man sich verlassen. Dem Vater gehen die Nerven, er greift zum Palinka. René greift das Geschmeide in den Taschen. Ein Bauer, der kein guter Kommunist, sondern Geschäftsmann ist, versteckt die 3 unter einer Tonne Kartoffeln. 3 goldene Ringe erkaufen Geleit, mal schmiert er Soldaten, mal lügt er sie an,
Nach einer Weile im Schoß der Angst landet die Familie im Burgenland. Und sie fragen sich, was bleibt. Was bleibt, sind viele der Ungarn. 200.000 fliehen gegen Wien. Renés Familie reist weiter nach England, sucht ihren Schutz im Schoß der Queen. Marius wird ein Brite und lebt nun in einem Internat. An Heiligabend klingelt nur die Silberglocke in der stillen Nacht. Marius studiert in Oxford, der Vater stirbt in London, der Junge wird erwachsen, die Mutter stirbt in Freiburg. Marius lebt recht glücklich, hat nur mit Ungarn halbwegs Frieden. Jahr für Jahr am Tannenbaum sehe ich ihn die Silberglocke wiegen. Mein Vater ist jetzt Ende 70. Er ist würdevoll gealtert. An Weihnachten wird er ganz still. Selbst nach vielen Jahren ist der Nachklang ungefiltert. Ich weiß nie, was ich ihm schenken soll, denn was schenkst du einem Mann, der einst die Freiheit selbst zum Geschenk bekam? Mit mir als Sohn ist er insgesamt zufrieden. Die Erinnerung an jene Nacht ist ihm Tag und Jahr geblieben. Er hat sie mir vermacht mit einer Frage, die ihn treibt. Und diese Frage stelle ich mir und euch, weil ich es nicht weiß. Wenn da einer kommt, die Füße wund vom Gehen, einer aus der Heimat, die so nicht mehr besteht, was sagst du dann? Geh doch wieder heim. Wäre es auch damals so gewesen, frage dich, was bleibt? Henrik Santo, Dankeschön. Und wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ihr auch nach der Veranstaltung noch mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch kommen könnt, und zwar am Büchertisch. Genau, wir haben so einen kleinen Empfehlungsfächer dabei. Ne? Es wird ja immer wärmer, es ist ja auch ein bisschen Klimawandel. Man könnte jetzt eigentlich dann damit auch fächern, wenn es sehr warm wird. Es ist aber eine Empfehlung eigentlich von allen Poetinnen und Poeten, die Bücher mitzunehmen und vorne käuflich zu erwerben. Nehmt sie mit, es sind für dahin Werke, die tatsächlich nicht im regulären Buchhandel zu bestellen sind, schon, aber nicht in der Auslage liegen. Nehmt es heute mit, heute gibt es auch tolle irgendwie Signaturen noch mit rein. Das lohnt sich definitiv und hilft auch, weil wir ja sehr wenig Auftritte hatten und dann kann man Bücher an die Herzen von Menschen liegen, die einen am selbigen liegen. Bitteschön. Wir kommen zum letzten Text, ihr Lieben. Genau, wir beenden die Veranstaltung mit der Autorin, die auch die erste Runde beendet hat. Macht nochmal einen großen Applaus für Tabea Farnbacher. Bitteschön. Ja, hallo nochmal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin und ich freue mich sehr, den Abend beschließen zu dürfen. Ich habe ein kurzes Gedicht dabei und dann einen längeren Text. Und das erste ist ein kleines Wärmegedicht für alle, die es gerade brauchen können. Es war im Oktober, als die Orangen sich satt zum Boden neigten, wie müde gewordene Sonnen. Als der Thymian-Duft durch die Luft strich und sich an alles schmiegte, wie Lammfell an die Kinderwange. Als der erste wirklich kalte Regen noch nackte Haut unter sich fand, wie eine unwahrscheinliche Trophäe. Es war im November, als die Abende sich früher von uns verabschiedeten, wie unbehaglich ziehende Partygäste, als wir die letzten Blumen fanden, die schon alle Dornen und Fell trugen, wie Schutzwelle gegen den Schnee, und als wir die großen Töpfe holten und die Kartoffeln säckeweise, wie ein Bollwerk gegen den Wind. Es war im Dezember, als die Lichter zum ersten Mal golden waren, wie hingekrümelte Sterne, als der Zimt jeden Duft einfärbte und Zucker um die Mandeln schmolz, wie ein Geheimversteck der Bitterkeit, als in den Ärmeln nicht nur Arme waren, sondern auch die Hände steckten, wie schutzsuchende Kinder im Elternbett. Es waren diese Monate, in denen die Verzweiflung vor dem Kamin schlief, zusammengerollt und ganz still. Ich war Henrik eben sehr dankbar für die Anmerkung, dass Gefühle politisch sind. Ich habe einen Text über Gefühle mit, denn ich denke, nicht nur Gefühle sind politisch, sondern auch unser Umgang mit ihnen. Und der Text heißt Willkommen Facilité. Wenn ich mein Leben einem Gefühl zu verdanken habe, dann der Traurigkeit. Kein Mensch, kein Gedanke, kein Ort hat die Person, die ich heute bin, mehr geprägt. Ich war 6, als ich zum ersten Mal im Schlafanzug und mit nackten Füßen die Treppe des Reihenhauses hinuntertapste, um meinen Eltern zu sagen, dass ich nicht schlafen könne, weil ich so traurig sei. Sie fragten nach, doch ich konnte keinen Grund benennen.
so wie ich es auch heute noch häufig nicht kann. Ich gab der Traurigkeit im Laufe meines Lebens verschiedene Namen. Ich war 6 und traurig, 10 und ernst, 12 und hatte Weltschmerz, ich war 16 und von Melancholie ergriffen, ich war 19 und zum ersten Mal depressiv, ich war 23 und in einer Krise. Ich lernte eine blaue, rosane und eine schwarze Traurigkeit kennen, eine süße, saure und eine bittere. Meine Traurigkeit trug mich auf meine erste Bühne. Sie formte meine erste Beziehung. Meine Traurigkeit hüllte mich aus und machte Platz für andere. Ich erfuhr, wie ich sie als Schlüssel zu den Seelen anderer verwenden konnte. Sie gab mir die richtigen Fragen auf und die Stärke, die Tränen von anderen auszuhalten. Ich verbrachte viel Zeit damit, mein Unglück zu ergründen. Wie meine Eltern damals, fragte ich nach seinem Grund. Wo, in welchen Tälern war es entstanden? Wurde es mir zugefügt? Oder zog ich es auf mich? Traurigkeit ist nicht nur eine Emotion. Sie ist auch eine Geschichte. Sie ist der Ton, in dem wir erzählen und der Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir für uns wählen. Das Leben in Blautönen tut weh, ja. Aber es ist auch tief wahr und auf seine eigene Art unerträglich schön. Meine Traurigkeit lehrte mich, Bücher zu lieben. Maggie Nelson brachte mir bei, wie sich das Blau des Himmels vermessen lässt. Joan Didion erzählte mir, wie man nach dem Tod eines geliebten Menschen weiterschreiben kann. François Sorgon lehrte mich, dass Männer ein wirklich klägliches Pflaster für die eigene Traurigkeit sind. Ich formte ihre Wahrheiten mit meinen Lippen nach und ich lernte, sie an andere weiterzugeben. Ich wurde zu einer Person, die man weinend anrufen kann, und ich bin eine Person, die dankbar für diese Anrufe ist. Es ist ein Geschenk, an den Gefühlen eines Menschen teilhaben zu dürfen, wenn diese noch nicht durchreflektiert vergangen oder unterdrückt sind. Lange habe ich gedacht, das mache mich zu einer guten Freundin und zu einer guten Therapeutin. Das Psychologiestudium bestärkte mich in dieser Annahme. Jahrelang beschäftigte ich mich mit Störungen des Erlebens und Verhaltens, versuchte zu ergründen, welche Ursache Ängste, Depressionen oder Zwänge haben. Ich verbrachte 4 Jahre Studium mit dem Nachdenken über Krankheiten. Wir schauten uns Videos von weinenden PatientInnen an. Wir lernten Symptome auswendig. Wir bereiteten uns auf das Unglück in der Gesellschaft vor. Erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, wie wenig ich über das Glück, die Freude, das Wohlbefinden und die Fröhlichkeit weiß. Natürlich kenne ich all diese Gefühle, aber ich verbringe wenig Zeit damit, mein Glück zu ergründen. Wenn ich mich freue, dann mache ich mir das selten bewusst. Ich bin selten glücklich darüber, glücklich zu sein, während es mich tief traurig macht, schon wieder traurig zu sein. Vielleicht sollte ich mich fragen, wo, auf welchen Gipfeln ist mein Glück entstanden? Wurde es mir geschenkt oder habe ich es angestrebt? Wende ich ebenso viel Zeit für das Glück meiner FreundInnen auf wie für ihr Unglück? Bin ich geschult darin, es zu halten und zu erfassen? Es ist ein häufiges Missverständnis, dass eine gute Therapeutin nur die Tiefen eines Menschen, seine Wunden und seine Ängste betrachtet. Natürlich ist das wichtig. Aber niemand öffnet Wunden ohne die Absicht, sie zu verarzten, ohne Desinfektionsmittel und Salben zur Hand zu haben. Menschen können sich selbst diese Salbe sein, indem sie sich entschließen, sich Gutes zu tun, Hilfe zu suchen, indem sie mit festem Willen daran festhalten, ein besseres Leben zu führen. Interessanterweise hat es diese Ansicht erst Ende des 20. Jahrhunderts in die Psychologie geschafft. Seitdem wird unter dem Oberbegriff der positiven Psychologie erforscht, was das überhaupt sein soll, das gute Leben. Unter welchen Bedingungen Menschen besonders glücklich sind und wie sie es bleiben können. Es reicht aber nicht aus, zu wissen, was mich fröhlich macht. Ich muss es auch tun. Das ist nicht nur eine Frage der Motivation. Oft wird mir nach traurigen Texten gesagt, ich sei sehr mutig, mich so zu zeigen. Wenn mein Gegenüber doch wüsste, wie viel Angst mir die Fröhlichkeit macht. Denn wer traurig ist, ist häufig verletzt. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wer aber Freude empfindet, ist verletzlich. Dem kann die Freude abgesprochen werden oder schlicht verloren gehen. Das muss man aushalten können. Das muss ich aushalten lernen. Ich habe diese eine Freundin, die eine Meisterin der Mitfreude ist. Wenn ich ganz intensiv glücklich bin, dann rufe ich sie an.
Und sie liebt es, mitzulachen, stolz auf mich zu sein. Und wenn ich an mir zweifle, dann erzählt sie mir meine eigenen schönsten Geschichten. So wie ich die Abgründe, Zweifel und Sorgen meiner Freundinnen sammle, sammelt sie ihre Sonnenstrahlen. Und ich nehme mir hiermit vor, eine Sprache für die Höhepunkte, die Wärme und den Sinn des Lebens zu finden. Ich nehme mir vor, die richtigen Fragen zu lernen. Wenn Menschen sich mir anvertrauen, sage ich am Ende oft Danke. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Ich nehme mir vor, ihnen auch öfter für ihre Freude zu danken. Und ich danke meiner Traurigkeit für ihre Lehren. Ich will das Positive nicht finden, um sie zu vergessen. Ich will das Positive finden, um sie zu versorgen. Heute sage ich, Bonjour, Facilité, willkommen, Leichtigkeit. Danke. Tabea Farnbacher, meine Damen und Herren, mit dem letzten Text des heutigen Abends. Ja, es ging auch da darum, Geschichten zu teilen. Das haben wir heute getan. Viele Geschichten, die man erinnern sollte. Das war die Veranstaltung. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Zeitzentrum Zivilcourage für die tolle und schöne Zusammenarbeit bei Edel, mit der wir das vorbereitet haben, lange. Bei Theresa, die uns heute betreut hat, bei Jens natürlich und auch bei Wiebke und Cardio und allen anderen tollen Menschen am Zeitzentrum. Für alle anderen bitte schaut da gerne hin, was dort noch veranstaltet wird. Das sind sehr wichtige und gute Dinge. Ja, und haltet bitte diesen begeisterungsinneren Applaus, den wir gleich abrufen werden, auch bitte fürs Team für Ballhof 1, für Ulrich Beck, für Angelika Olezinski, die uns betreut haben, die uns hier eingeführt haben, das ist toll. Und für die Technik, ihr wart so viel, ihr wart so toll. Ich habe euch beim draußen rauchen alle wieder vergessen, weil ich meinen Namen so schlecht merken kann. Aber bitte macht ein ganz großes Applaus für das ganze Team hier im Ballhof. Das ist ganz wichtig. Ohne die würden wir uns nicht hören, nicht sehen. Dankeschön. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und der allergrößte Applaus des Abends gilt natürlich den Poetinnen und Poeten. Die holen wir jetzt alle nochmal auf die Bühne in der Reihenfolge, in der sie gelesen haben. Kersten Flenter. Jawohl. Annika Blanke, bitteschön, für euch. Julia La Grande. Henrik Santo. Und Tabea Farnbacher. Hier stehen sie für euch, hier stehen wir. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir machen das, was wir immer tun. Und bevor wir uns zu dem nochmal verbeugen, zu diesem Applaus, hätte ich auch gerne nochmal im Namen aller Poetinnen und Poeten einen ganz großen Applaus für die beiden Moderatoren des heutigen Abends, der mich sehr bewegt hat und ich glaube uns alle auch. Ganz großen Applaus für Henning Schadde und Jörg Smutlacher. Dankeschön, ihr Lieben. Es gibt noch eins zu sagen, nehmen Sie bitte unsere Programmhefte mit, die draußen am Eingang liegen. Es gibt noch zwei Veranstaltungen, denen Sie folgen können, tatsächlich morgen und übermorgen. Dann gehen auch wir langsam in die Sommerpause, hätte ich fast gesagt, in die Weihnachtspause. Und wir werden gucken, ob es dann Mitte Januar wieder ein neues Programm gibt. Wir sind guter Dinge, wir werden es produzieren. Ich glaube, damit machen wir den Auftrittsdynamiken Druck. Ich bin da relativ sicher, Henning. Wir machen das, was wir immer tun, wir machen eine große Verbeugung am Ende. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. 4, 3, 2, 1. Eins machen wir und dann gehen wir gemeinsam runter. Dankeschön. Danke sehr.